So, ich bin in einem französischen Bunker. Bunker im Bunker. Oh, das ist hier, okay, also gefährlich. Hier ist ein Scheißhaus und ja, hier kann man reinfallen. Ich sag's euch, mach den Scheiß nicht nach. Das ist zu gefährlich. Kommt einer, macht Krach von hinten. Passt nur auf, da kann man in die Jauchegrube fallen. Wo kann die Grube fallen? Hier ist ein Scheiß. Hinten ist ein Standklo und dann kann man reinfallen in die Grube. So, es geht weiter. Es geht hier noch tiefer. Wie tief geht denn das eigentlich? Es geht sehr tief runter. Ich weiß nicht, warum es so tief runter geht, weil es halt einfach runter geht. Das ist halt die Antwort. Komisch. Was kann man da hinten entdecken oder sehen? Gut ist, meine Hände bleiben auf den Baum. Fast unten angekommen. Also aufpassen, hier sieht es schlimm aus. Hier ist alles verrostet und kaputt und ja, dann geht's nicht. Letztes Stück sind die Treppen in sehr schlechten Zustand. Und tatsächlich, unten angekommen, im Keller, tief im Keller, hier war die Küche. Das ist wahrscheinlich so eine Küche gewesen. Und hier, das ist, was ist denn das? Ja. Filtersystem, Abluft, Abluft, Zuluft. Seht ihr, überall sind Filter reingebaut. Ja. Ja, interessant. Und dann hier noch Strom. Gucken wir mal diese Küche. Vermutlich mit einem Abzug oben. Vorne läuft ein anderer, ungebetener Gast, der hier eigentlich nicht rein darf. Ist aber drin. Genau, so sieht's aus. Hallo, guten Tag, hier spricht man durch die Luke. Der Mann steht im Weg und was haben wir hier? Stieß nach Öl, Vorsicht, Bolzen im Boden. Ein Generator war das. Ja. So. Nicht schlecht. Nein. Der Bunker ist größer als gedacht. Ja. Das sind die Machtschutzräume. Meinst du? Guck ich mir mal an. Ach du Scheiße, das müssen wir alles ablaufen noch. Ach du Scheiße. Ne, krieg ja noch Pisse. Oh, hier schon. Oh, ne. Sanitärbereich. Scheißhaus. Was heißt das? Wer kann Französisch? Ich kann das nicht so gut. Schöne Fliesen.
Naja. Ja, sorry für die verwackelten Bilder, aber hier kann man sich echt nicht so gut bewegen und... Scheiße. Hey! Weißt du, was das Problem ist? Wir sollten zusammenbleiben. Ja, mach mal. Eine Treppe entdeckt. Die ist vom Zustand besser wie die, wo wir reingekommen sind. Es geht auch sehr weit nach oben. Wir wissen nicht, was da oben ist, ob es da einen Ausgang gibt, eine Sackgasse oder einen Geschützturm. Wir wissen es einfach nicht. Wir sind vielleicht etwas faul, aber wir wollen das unten das erkunden. Und dann kommen wir nochmal zurück und schauen uns die Treppe nochmal an. Waren wir noch nicht. Jetzt, ja. Weiß nicht, hier ist auch so. Oh, eine fette Tür. Da geht es auch weiter rein. Ja, man kann sich schon durchquetschen. Ich glaube, da geht es nicht mehr weiter. Wir testen vielleicht die andere Treppe. Nein. Hier sieht man wie in dem anderen Video, was ich gesehen habe, diese Tische, wo die Soldaten dann gegessen haben. Anderen Bunker wie hier, wo man offiziell besuchen konnte. Die sind halt inoffiziell. Achtung, Loch im Boden. Ganz wichtig, immer schauen, was auf dem Boden ist. Ein falscher Schritt kann leider auch der letzte sein. Da geht's weiter, aber das ist kaputt. Da, also, boah, schaut euch mal das an, wie das da weitergeht. Da sind die Bretter kaputt. Ja, da sind keine Bretter mehr. Also echt niedrig zum Laufen. Ja, das machen wir jetzt nicht. Da geht's wahrscheinlich in Fluchtstollen in den nächsten Bunker. Ja, wir gehen jetzt doch die Treppen hoch. Schauen, wo wir da rauskommen. Kann sein, wir müssen wieder die Treppen runter. Ausschließen würde ich es jetzt nicht. Sonst immer den schönen Fahrstuhl benutzen und hier macht man das freiwillig mit Scheiße. Langsam schnaufen. Ah, geschafft. Filter, Luftfilter. Ja. Tourette-Turm. Ja. So. Das ist ein Turm. Ja. Wegen dem sind wir hier hoch. Hier waren wir noch nicht. Ach, Scheiße. Hier ist auch ein Turm. Ja. Geschützturm. Jupp. Ja. Ziel zu sehen.
Gut. Ich bin außer Atem. Was geht hier raus? Ja. Jetzt. So. So. Das ist das Problem an den Bunkern. Dieser Diamantgraben, wie das genannt wird. Der Grund, warum es nicht nachmachen sollte. So was verdächtig. Ich wollte ja noch erklären mit dem Diamantgraben, dass man da aufpassen muss, da kann man reinfallen. Nicht immer ist es so bequem wie da, dass jemand schon Bretter hingelegt hat. Und schon hat man Scheinwerfer gesehen in die Richtung. Wir mussten quer durch den Wald abhauen. Ja. Diese Bunker stehen meistens auf Militärgebieten und die werden in letzter Zeit häufig kontrolliert. Und die Strafe ist, wie viel Euro? 750 auf Militärgelände. Und 2.500 im Bunker selber. 2.500 Euro im Bunker, 750 Euro nur auf dem Gelände. Ja. Und 2 Tage im Bau. Und eventuell 2 Tage im Bau, also. Mach den Scheiß nicht nach.